Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute gucken wir uns die Update-Autos aus Version 1.2.9 an und da beginnen wir mit dem Porsche Carrera 911 RS in etwas anderer Reihenfolge, Porsche 911 Carrera RS, wie auch immer. einem Porsche Carrera aus dem Jahr 73 und ich habe mir auch schon die mittleren Rennreifen geschnappt, damit wir hier performance-technisch halbwegs ranreichen an das Limit. Sehen wir das irgendwo? Ne, 580 Punkte. Oder ist es das Limit oder ist es die Empfehlung? Auf jeden Fall an die 580 Leistungspunkte, die hier angesetzt sind. Wir sind in Grand Valley Highway unterwegs. Rückwärts wird hier jetzt gefahren. Und zwar in der Short Version. Und ich würde sagen, wir fahren mal hoffentlich ein gechilltes Rennen und... Uah! Okay, Porsche Carrera, natürlich ein bisschen wild die Karre. Bin gestern schon ein paar Meterchen mit dem hier gefahren und jetzt muss ich ganz entspannt bleiben. Ja, ich habe auch schon im letzten Video mal kurz, ja, ich weiß nicht, wie ich es genau formuliert habe, aber sagen wir es mal so, ich habe meinen Dank geäußert. Oder falls ich es nicht so gemacht habe, dann mache ich das an dieser Stelle. Ich äußere meinen Dank für all eure Meinungen. Viele Leute waren tatsächlich der Meinung, dass Grand Valley Speedway ja entweder an für sich als Strecke, oh Gott, nicht liften, nicht liften, nicht liften, besser war. Oder dass ja, man vielleicht hätte die Strecke anders nennen können. Ich vergewissere mich nur, dass die Aufnahme läuft, alles gut. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen erleichtert, dass ich da so viele ähnliche Meinungen zu meiner doch gelesen habe. Einige haben das allerdings auch als sehr schön befunden. Ja, ich denke mal, in Summe scheiden sich da so ein bisschen die Geister. Ich denke, wie gesagt, am besten diplomatisch gesehen wäre es, wenn man einfach auch die alte Streckenführung in irgendeiner Form ermöglichen würde. Für all diejenigen, die sagen, hey, ich möchte zumindest mal das alte Grand Valley Speedway auch miterleben. Eieiei. Ja, oder halt zumindest, dass man da halt auch einfach mal den Direktvergleich hat. Oder halt eben so ein bisschen, wenn man halt die alten Spiele gesehen hat, nostalgisch da rangehen kann und sagen kann, boah, auf nach Grand Valley. Jo. Insofern, merci da für eure Meinung. Und meine Meinung zu Grand Valley Süd rückwärts war gestern, als ich mal kurz Probe gezockt habe hier mit dem Auto, noch so semi, also das ist jetzt mein zweiter Run in diesem Rennen, war so semi, aber jetzt muss ich sagen, jetzt wo ich die Strecke auch mal normal fahre, das ist eine ziemlich interessante Strecke. Und bereitet mir beim zweiten Fahren deutlich mehr Freude. Genauso wie auch der Porsche. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr den nochmal selbst gefahren seid beim Anbremsen. Ist der absolut wild. Und vor allem, wenn du zum ersten Mal mit dem Carrera hier fährst. Und schon lange kein Carrera dieser Generation gefahren bist. Mit Heckmotor und allem, was dazu gehört. Ja, dann wurde es halt zwischendurch sehr unangenehm. So, 13 Sekunden Rückstand. Ja, mal gucken, wann wir da eventuell rankommen, ob wir da überhaupt eventuell rankommen. Jetzt ohne Auto vor der Nase, heißt aber auch ohne Orientierungspunkt für die Punkte, die ich noch nicht so verinnerlicht habe. Aber 10,5 Sekunden Rückstand. Ja, jetzt kann man den Gran Turismo Terms eigentlich immer wieder auch mal aufholen. Kommt ein bisschen drauf an, ob die KI gerade Bock hat, dass du aufholst oder nicht. Was sich ja vielleicht irgendwann durch Sophie verändern wird. Falls ihr noch nichts zu Sophie gesehen habt, gerne ins letzte Video reinschalten. Falls ihr mehr zu Grand Valley Highway sehen wollt, das vorletzte Video gibt euch da auch nochmal sehr viel Aufschluss. Auch zu dem Gesamtkurs vorwärts sowie rückwärts, wie ich da mit dem Kurs insgesamt mich anfreunden konnte oder halt eben nicht. Werdet ihr da halt sehen. Oh!
Geil. Nice. Ah, nein, nicht gut. Nicht gut. Alter, okay. Alter. Ja, denn wir werden heute nicht in jedem Rennen auf dieser Strecke bleiben. Wobei, es gibt, glaube ich, noch so ein, zwei Rennen, die wir bestreiten könnten. Werden wir mal sehen. Also, könnte auf jeden Fall noch Interessantes passieren. Ah, 4 Sekunden glatt, der Rückstand jetzt. Auf geht's! Los, Dave! Also, im gestrigen Versuch war Serrano auf P1 und den musste man einholen. Und der war in seinem Miura ein wenig zu flott. So, 3,1, 3,2 Sekunden der Rückstand. Die Bushing. Vier Sekunden hinterher, eine 1,17,4 gefahren. Ach, hier haben wir den Kuntasch vorne. Also wieder Porsche gegen Lamborghini. Oh, außersehen zwei Gänge hochgegangen. Ja, das passiert dir mit der Haarschaltung nicht so. Einfach. LOL, da vorne ist sogar ein Auto, das überrundet werden könnte jetzt. Auf geht's. Ah, 2 Zehntel nochmal hier im Delta, schön. Ah, das ist ein 2000 GTR, bitte geh aus dem Weg. Ja, das wird keine Bestzeit, glaube ich. Das wird keine Bestzeit. Ja, auf welches Update-Auto bin ich am meisten gespannt? Ich glaube, interessant wird auch der Formel 1 Honda sein. Aus dem Jahr 65. Ja, keine Bestzeit, wie ich vermutet hatte. Ich glaube, der Honda wird interessant sein. Ja, ansonsten beim Porsche, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so mit den Ohren geschlackert. Weil bei den alten Porsche habe ich halt nicht so den krassen Bezug zu den Fahrzeugen mit ihren ganzen Spezifika selbst. Also ein alter Porsche ist immer noch geil, aber ob es jetzt der alte Turbo ist oder ob es der alte, boah, Carrera RS ist oder was auch immer, das ist jetzt für mich nicht so ein Riesending. Wir gehen mal ganz kurz ins Café, vielleicht sehen wir da eine Sache, die ich meine. Na, wo haben wir da? Ah, Honda-Rennwagen ist neu. Oh, mit dem MP44 auch noch. Ah, dann kriegst du den Super Formula Honda. Den habe ich aber schon eigentlich. Jo. Kann ich aber auf dem anderen Account mir holen. Ja, wäre eigentlich cool gewesen. Ach, hier. Da. Belohnung. Ja, da haben wir es. Also, ja gut, hier haben wir schon Unterschiede bei den Carrera RS Autos. Haben wir irgendwo die Porsche Turbos noch? Nee. Aber man hat ja zum Beispiel auch noch einen Porsche Turbo ungefähr aus der Zeit. Und ob das jetzt der Turbo ist oder der Carrera RS, das ist dann für mich nicht so ein riesen Unterschied und nicht so ein riesen Effekt, den das da ausmacht. Insofern bin ich da, das ist ein wunderschönes Bild, by the way. Insofern bin ich da jetzt nicht so hyped gewesen auf den Carrera RS. Den Citroën DS gibt es auch und da gibt es eine Besonderheit, die ich euch gerne zeigen möchte. So, hier wäre ein Button für Überspringen cool. Alles überspringen, ja, das würde ich mir hier durchaus wünschen. Aber wir gehen mal wirklich zu dem Citroën DS, weil da gibt es etwas sehr, sehr Geiles, was das Spiel eingebaut hat. Und vielleicht muss ich dazu einen Controller anschließen. Mal schauen. Citroën DS 21 Palace aus dem Jahr 1970. Und man sieht es schon, das Auto hat Kurvenlicht eingebaut. Also das ist richtig, richtig geil. Das ist mir auch auf Twitter dann aufgefallen, wo es so ein Account gepostet hat, der immer wieder Gran Turismo Content postet. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich würde sagen, wir fahren erstmal ein kleines Rennen mit dem. Es ist so cute, mit diesem Auto ein Rennen zu fahren. Mal schauen, gibt es irgendein Rennen hier in Frankreich, was halbwegs... nee. In Le Mans.
eine Runde Le Mans mit der Karre überlebe ich, glaube ich nicht. Alsace? Haben wir hier was? Nee. Ah, europäischer Sunday Cup mit 400 Punkten. Ey, komm, wir fahren. Alter, drei Runden tue ich mir aber wirklich nicht an mit der Karre. Wir fahren mal eine Runde hier auf der Teststrecke. Auf geht's. Wobei die Teststrecke ist auch nur 2 Kilometer lang. Ach komm, das kriegen wir hin. Let's go. Teststrecke. Packen wir hier nochmal Rennreifen drauf und dann Abfahrt. Wir können mal kurz gucken gleich. Oh, das ist cool. Ja, wir gehen vielleicht mal in die Motorhaubenperspektive oder nee, Dachperspektive gibt's hier. Und schauen dann auch nochmal. So, Sportmittelreifen. Let's go. Das wird jetzt richtig wild. Ab geht's. 377 Punkte. 394 Punkte. Das ist... Oh, WLAN-Verbindung verloren. Och komm. Ja, eine halbe Minute später geht's wieder. Internet war nicht weg. War einfach nur die PlayStation, die irgendwie keinen Bock auf Internet hatte. So, Sportmittelreifen anziehen. Also... Zwei Sachen sind Quatsch. Warum hat die PS5 so eine schlechte WLAN-Verbindung? Und Punkt 2, warum hat das Spiel Always On? Das riecht mich immer noch auf. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist so unnötig und ist einfach nur eine schiere Blockade für all diejenigen, die einfach das Spiel normal spielen wollen. So, mal gucken. Funktioniert das Feature auch im Gameplay, was wir uns gleich nochmal genauer anschauen werden? Na, also hier aus der Perspektive noch nicht. Ey! Funktioniert es jetzt? Es wird immer heller, glaube ich. Viel Schwung hier mit dem. Nee, hier funktioniert es auch nicht. Also bei der Beleuchtung selbst geht's nicht. Ah! Wait, okay, nee. Ja, dann kläre ich es einfach mal auf. Also du hast das Kurvenlicht, ach, das habe ich ja schon gesagt, ne? Du hast Kurvenlicht bei diesem Fahrzeug und ja, leider sieht man es jetzt hier jetzt nicht unbedingt, schade. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass sich das Licht mitbewegt mit der Lenkung. Was extrem cool ist. Und wahrscheinlich besonders cool ist, wenn man driftet. So, sorry, ich muss nochmal durch die Perspektiven schalten, weil... Möchte gleich nochmal... Oh, oh, mir das Auto von vorn angucken, Lichthupe geben. Nee. Ja, die Frage ist, wann geht das Kurvenlicht dann genau an? Egal, wir fahren das Rennen jetzt einfach mal weiter. Im vierten Gang ganz gechillt. Vorbei an einem Golf, vorbei an einem Polo. Oh! Haha! Noobs! Ja, ist ein nettes Auto. Aber ich würde grundsätzlich zustimmen der ein oder anderen Aussage. Neue Autos sind nett, aber es wäre halt cool, wenn es Autos wären, die man halt auch irgendwie richtig gebrauchen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, ohne den Leuten auf den Schlips zu treten, die dieses Auto jetzt zum Beispiel mögen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass du jetzt in der Rennsimulation nicht zwingend einen Citroën DS brauchst. Und genauso, während ich diesen Satz ausspreche, bin ich auch der Meinung, es ist ein nettes Feature, dieses Auto auch zu haben. Aber in Zeiten, wo wir jetzt bei Gran Turismo 7 so viele Gruppe 3 Autos haben, aber kaum ein aktuelles GT3 Auto haben, wäre für meinen Geschmack ein aktuelleres GT3 Auto auch mal wieder fällig. Ja, wir haben bald den Ferrari 296 GT3, den 488 GT3 hat man quasi komplett übersprungen. Ich glaube, es gibt ja nach wie vor nur den 458, auch nicht als GT3, sondern Gruppe 3. Es gibt nicht den M4 GT3, es gibt... Gibt es einen neuen Audi A8 GT3 eigentlich? Gab es einen neuen? Weil es gab ja nochmal eine letzte Facelift-Variante. Egal, von dem abgesehen, es gibt auch den McLaren 27S GT3. 27 GT3 hast du dann wahrscheinlich nur. Es gibt den Mercedes in der Evo-Variante, auch nicht im Spiel bis jetzt erschienen. Es gibt
so viele Fahrzeuge aus dem GT3 und auch aus dem GT4-Segment, die man sich auch mal langsam im Spiel wünschen würde, die dann leider nicht nachkommen. Und wo ich mir auch denke, Leute, ist nice, dass ihr sowas einbaut. Ja, ich verstehe Autokultur irgendwie hochhalten und die Liebe zum Automobil. Ich möchte keineswegs abstreiten, dass es die gibt. Die spürst du an allen Ecken und Enden in Gran Turismo. Aber Fahrzeuge, die auch de facto auf der Strecke so vorhanden sind, das wäre geil. Das war auch der Punkt oder auch der Anlass, warum ich vor so 3, 4, 5 Folgen mal gesagt habe, hey, ein bisschen weniger Dichte an Details von Fahrzeugmodellen, dafür aber mehr Fahrzeuge, das wäre der Hammer, weil ich bin ganz ehrlich, mittlerweile fände ich es auch cool, einfach so ein M4 GT3 auch mal zu haben. Oder auch die neueste Corvette, die erst als GTE und dann als GT3 Auto gekommen ist. So, diese ganzen Geschichten, das wäre auch mal schön. Ach, das geht nur mit Straßenwagen, schade. Da dachte ich mir, das ginge jetzt. Ah, 600 Punkte. Ich guck mal ganz kurz. Wir haben harte Rennreifen standardmäßig hier drauf. Können wir eventuell Ballast kaufen? So, und damit das Fahrzeug eventuell ein wenig schwerer machen, was vielleicht sogar dem Handling hier und da entgegenkommen dürfte. Oh, der hat sehr viel Gewicht auf dem Heck. Eieieiei. Ja, aber das wäre halt cool, ja. Einfach mal so ein bisschen aktuellere Straßenfahrzeuge, respektive auch aktuellere GT-Fahrzeuge, die halt auch online zum Beispiel dann genutzt werden könnten. Es wäre auf jeden Fall einfach eine sehr schöne Geschichte, wenn man dann ja einfach viel, viel mehr mit den Autos anstellen könnte in Gran Turismo. Und wenn jetzt so ein neues Vision Gran Turismo Auto kommt, ich meine, hä? Jetzt habe ich mehr Gewicht dazu gepackt und das Auto wird besser. Wenn man jetzt ein neues Vision Gran Turismo Auto hat, ist es natürlich irgendwo nett, ja, dass du da jetzt so ein... Huch, warte mal. Ja? Ja? Komm, ja, die Zahl geht wieder runter. Das hatte ich so ein bisschen auch schon mir erhofft. Deswegen bin ich da noch weitergegangen. So, nee, aber weiter geht's nicht. Wir haben jetzt sehr viel Gewicht auf der Front statt auf dem Heck. Upsi dupsi. Aber mal gucken. Oh mein Gott, das ist die ganze Grand Valley Strecke. Ich werde doch so abstinken hier. Nee, wir machen das anders. Sorry, Leute. Sorry für den ganzen Aufbau. Haben wir eine Strecke hier, aber ein Rennen auf Watkins Glen? Ja. Und da fängt es ja schon an. Jetzt brauche ich in irgendeiner Form hier ein Auto, eine Strecke oder ein Rennen, das für dieses Auto auch geeignet ist. Und es ist schwierig, da jetzt was zu finden. Ja, aber das wäre halt einfach cool, wenn du mehr Autos hättest, die du auch de facto benutzen kannst, ob jetzt online oder halt, wie wir jetzt gerade sehen, auch im Singleplayer, weil dieses Auto, so geil es auch sein mag, so nett es auch ist, ist halt nicht praktikabel für den Singleplayer-Modus. Die einzige Möglichkeit, glaube ich, dieses Auto jetzt vernünftig zu fahren, wäre zu sagen, ja, wir machen jetzt einfach das hier nicht Zeitrennen, sondern ein benutzerdefiniertes Rennen. Und da gibt es ja leider überhaupt keine Kohle für, leider. Finde ich schade und ja, I don't know. Ich meine, wie gesagt, ich war auch happy bei Ferrari, dass es da jetzt das, komm, wir fahren in Suzuka, dass es da jetzt auch das, wir fahren mal nur auf dem östlichen Teil der Strecke, let's go, wir fahren 3 Runden, das passt schon. Ich war ja auch bei, dem Ferrari Vision Gran Turismo angetan, zum Beispiel vor dem Auto. Ich finde auch allgemein, so Vision Autos sind auch nett anzuschauen. Aber lol, kaum sage ich schon, haben wir nur Vision Autos, gegen die wir fighten. Oh mein Gott, ist der. Huiuiuiui. Ja, aber es wäre halt einfach cool, Autos zu haben, wo du das Gefühl hast, hey, die bringen mir auch mal was. Weil auch das Formel 1 Auto, ich fahre den jetzt einmal, den Wagen. Vielleicht fahre ich den irgendwann mal bei Dave gegen Nordschleife. Weil Formel 1 halt häufig gut ankommt. Hofft. Mischung aus häufig und oft. Lull. Nee, aber
fernab davon sitzt du dann da und denkst dir, ja, was jetzt? Aber der ist geil, also der macht Spaß. Oh mein Gott, wie schön. What? Ey, wir hätten doch in Grand Valley mit dem fahren können. Der ist ja auf der Geraden absolut wild. Ja, vielleicht wird das eins der nächsten Rennen. Vielleicht fahren wir mit dem auch eines der Human Comedy Rennen, wenn sich da irgendwie was ergibt. Würde mich sehr freuen. Alter, geile Karre. Der ist richtig geil. Der macht richtig Spaß. Der ist auch super zu kontrollieren. Der ist so einfach zu fahren. Also, Classic-Saugmotor in Gran Turismo. Die Turbos sind mal so mit dem Saugmotor. Du latschst drauf und die Karre geht und geht und geht und geht. Geil. Also, der macht wirklich Spaß. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob ich hier... Und da wechseln wir mal die Perspektive, damit ihr auch die Zeiten mitverfolgen könnt. Ob wir die Zeit von mir nochmal toppen können. Erster Sektor war jetzt noch nicht so ideal. Da hätte ich aus Kurve 2 ein bisschen mehr Tempo rausnehmen können. Oder mitnehmen können. Mit rausnehmen können. Damit man auch weiß, wo der Versprecher daherkommt. Oh. Nicht abkürzen. Ah! Nicht so früh! Ja, das war schade. Nicht optimal. Ja, nee, die 3. Doch! Die 53,8 können wir doch toppen. Wie geil! Boah, also, ey, geiles Auto. Definitive Empfehlung. Also, der macht Spaß. Der macht richtig Spaß. So, und jetzt haben wir noch zwei Vision-Autos. Von Ital-Design. Interessieren die jetzt jemanden? Jetzt war blöd gefragt, interessieren die euch? Es klingt ein bisschen gemein, ich weiß, aber ich habe übrigens jetzt schon, glaube ich, die 4. oder 5. Einladung auf diesem Account von Lamborghini bekommen. Also sehr nett, dass Lamborghini mich da so lieb hat. Bruder, die kosten auch noch 1 Million, ne? Da müsste ich jetzt halt einen zweiten Schnitt setzen. Offroad-Mode. Wir machen es so. Wir testen die Street-Mode. Dazu müssen wir einen Account-Wechsel machen. Bevor wir das machen, wäre es, glaube ich, smart, jetzt erst nochmal hier das Roulette-Ticket zu drehen. Oder wollen wir die... Wir lassen die aus und fahren mit dem Auto noch das Grand Valley-Rennen. Auf geht's. So. Ja, Mann! Geil! Ey, da hat sich wirklich mal ein Roulette-Ticket gelohnt. Wie geil ist das denn? Honda NSX Gruppe 3. Ey, da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Ey, das ist doch mal cool. Das ist doch mal... Guck. Oh, das kann doch so schön sein, wenn du mal schöne Roulette-Ticket-Preise bekommst. Statt jedes Mal nur... hast wieder was Doofes gedreht. Blöd gelaufen, Dave. So, auf geht's. Jetzt machen wir das hier. Wir machen auch nicht so viel Gewicht rein, weil mein Ziel ist es halt schon, dass das Auto nicht seine gesamte Fahrdynamik verliert. Weil wenn wir jetzt irgendwie super viel Gewicht reinpacken und das alles nach vorne quetschen, ja, das ist halt ein anderes Auto, ne? Das hatte ich schon ein, zwei Mal, wo ich zum Beispiel den McLaren MP4-4 anfangs mal testen wollte und dann habe ich ihn ewig lang liegen gelassen. Das war zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich halt da saß und mir dachte, wenn ich den jetzt so fahre, dass er für diese Rennen zugelassen ist, dann fährt er sich einfach komplett doof, weil du hast so viel Gewicht plötzlich nach vorne gepackt. Nee, Unsinn. Das wäre wirklich Unsinn. So, 5 Runden. Let's go. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich bin zuversichtlich, dass das cool wird jetzt. Oh, das irritiert mich aber ein bisschen mit dem Cockpit. Mein Gott.
Es ist halt echt Seifenkistenrennen fahren, ne? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Ah! Okay, kurzer Neustart. Nur weil er die Kurvenfähigkeiten und die Beschleunigung hat von einem Formel-1-Wagen nur in Miniatur quasi so gesehen, von einem aktuellen Formel-1-Wagen nur in Miniatur, heißt es nicht, dass er auch bei schnellen Kurven dieselbe Downforce hat. Okay, merke ich mir. Aufpassen. So. Weitere Möglichkeit, Grand Valley Highway ein wenig zu verinnerlichen. Boah, aber dritter Gang ist ja auf jeden Fall viel zu niedrig gegriffen. Oh, wie stabil der ist in Kurven. Das ist ja der Hammer. Ey, der macht so viel Spaß. Das ist unfassbar. Das ist eine richtig geile Karre. Man meint ja oft so, oh Gott, altes Formel 1 Auto, unfahrbar und so weiter und so fort. Ich muss sagen, zum Beispiel der MP44 ist auch sehr schlecht fahrbar in diesem Spiel. Aber der hier macht einfach Laune. Wie gesagt, in Gran Turismo 7 kann man, glaube ich, bei fast jedem Saugmotor bedenkenlos zugreifen. Die machen alle Spaß, weil du kannst wirklich Gas geben und das Auto hat Grip. Das Auto hat wirklich Grip. Wie gesagt, während das bei den Turbos teilweise einfach vom Auto sehr stark abhängig ist. Okay, hier kommt man mit dem Auto leider nicht komplett voll durch. Schade. Ja, das meinte also auch ein Zuschauer unter dem ersten Grand Valley Video, wo ich gesagt hatte, hey, das ist jetzt quasi keine Mutkurve mehr, sondern du musst halt wirklich jetzt vom... Also du kannst jetzt wirklich voll durchlatschen, so, ja, es kommt immer noch aufs Auto an und so, oder auf die Bedingungen. Das stimmt, mit Straßenautos ist es keine volle Kurve, auf jeden Fall. Oder ja gut, wir fahren jetzt ein altes Formel-1-Auto. Aber sobald du ein bisschen Downforce auf der Kiste hast, ist es eigentlich kein Problem mehr. Ich sag mal, mit dem Gruppe 3, wo es mit Grand Valley Speedway eng wurde auch, wenn man jetzt zum Beispiel sich den Penzoil Skyline mal als Gruppe 3-Auto nimmt, weil das war damals auch schon im Spiel drin und heute zählt er zu Gruppe 3. Da war es früher ein Problem, wenn du Abrieb hattest auf den Reifen, mit dem da vernünftig durchzufahren. Selbst mit dem Formel 1 Auto konntest du mit Reifenabrieb da irgendwann nicht mehr. Oh mein Gott. Ja, ich wäre ihm fast in die Karre gekesselt. Statt einen DB11 kaputt zu machen, habe ich also lieber nur mein Auto kaputt gemacht. Nee, aber der Penzoil Skyline, heutzutage geht er als Gruppe 3. Damals war er auch schon im Spiel und mit dem konntest du die Kurve nicht vollnehmen. Und heutzutage kannst du es ja anscheinend auch mit harten Rennreifen easy schaffen. Insofern ist es auf jeden Fall eine deutlich vereinfachte Kurvenpassage. Aber rückwärts hatte ich sie auch schon getestet. Wie gesagt, da macht sie unheimlich viel Spaß mit quasi allen Autos. Da ist sie eine riesen Herausforderung. Hey, schaut euch das mal an, wie geil das Auto aus den Kurven rauskommt. Teilweise ist es halt super strange, wann ein Auto auch sich... Ey! Oh Gott, das ist so schade, das ist... Alter. Wie unfassbar langsam kann man sein? Ja. Ärgerlich. Ja, manchmal wird es halt helfen, wenn die Gran Turismo KI nicht eine Minute vor dir gefühlt startet und dafür dann 20 Sekunden pro Runde langsamer ist, sondern wenn sie einfach 5 Sekunden vor dir starten würde und dann nur eine halbe Sekunde langsamer ist. Egal, wir kämpfen uns zurück.
Und mir ist klar, dass wir ein ganz anderes Auto fahren, aber trotzdem. Das ist ein Unterschied, der so nicht bestehen darf. So, 15 Sekunden glatt. Vielleicht gewinnen wir das sogar so noch. Wer weiß. Ja, oder es wäre auch ein Argument dafür, einfach Rennen anzubieten, wo du auch mit dieser Kiste vernünftig fahren kannst. Und wo du nicht gegen irgendwelche Straßenautos fahren musst. So, auf geht's. Weil die Karre will ausgefahren werden. Man kauft sich nicht ein Formel-1-Auto, um hinter einem Aston Martin DB11 herzuschleichen. So, den AMG haben wir eingeholt. 14 Sekunden etwa Rückstand zur Spitze. 14, 3, 2, 1. Sekunden jetzt. Bisschen Windschatten vom AMG GTR mitnehmen. Ciao, Kollege. Wollte schon sagen, gibt mir keine Lichthupe hier. 12 Sekunden Rückstand. Nee, danke. Ehrenhafter Bumpdraft. Finde ich aber auch geil, dass wir so schnell aus der letzten Kurve rauskommen, dass unser Beschleunigungsvorteil bis kurz vor der ersten Kurve hält. Das ist so krass einfach. Dieses Auto ist der Wahnsinn. Ah! Zehn Sekunden. Ich muss mich hier gar nicht so weit raustragen lassen. Ich komme auch so recht flott durch. Alter. Hier hält der Vorteil natürlich nicht so lang, weil hier sind wir. Recht langsam aus der Kurve raus. So, let's go. Oh je, Mine, ich sehe es schon kommen. Die werden beide vor mir bremsen, oder? Nice! Let's go! 6,3 Sekunden! Podium ist doch drin! Auf geht's! Der Supra holt uns hier gar nicht ein, wie geil! So, ab geht's! Jetzt nochmal Full Focus. Boah! Alter! 216, 218. Was geht jetzt an Zeiten? Vierzehntel Rückstand. Nicht bummeln. So. Vierzehntel schneller. Let's go. Oh. Der eine Downshift war vielleicht ein bisschen zu viel. Ah, ich hätte viel schneller rausbeschleunigen können. 5,5 Sekunden. Ah, P1 wird's halt nicht. Haywood hat irgendwann Mick Hiesal überholt und zieht jetzt davon. Schade.
So, 5-2 zu P1. Hier könnten wir eventuell auch schon wieder was aufholen. Ja, der musste da ein bisschen lupfen zumindest. Auf geht's! Können wir Hisal hier noch überholen oder nicht? Ja! Komm! Yes! P2 noch geholt am Ende. Nice! Alter, was für eine Aufholjagd. Oh mein Gott, war das geil. Puh! Ey, wie gesagt, die Karre ist super. War das ein Lambo auf P1? Alter Falter, ey. Nochmal richtig... Och Mann, jetzt haben wir ein Teile-Roulette-Ticket bekommen. Ja, das war richtig, richtig geil, die Aufholjagd. Ey, wie gesagt, das Auto ist super. Das Auto ist richtig geil und macht richtig, richtig Laune. Es ist halt nur schade, dass du das nicht für so viele Events benutzen kannst. Aber wenn ihr ein Auto für World Touring Car 600 sucht, der ist super. Der ist wirklich herausragend gut. Also, wenn ihr da noch nichts gefunden habt, nehmt den gerne. Auch wenn er 2,5 Millionen kostet. Allein in Sachen Fahrspaß, finde ich, macht er alles wieder wett. So. Let's go, Geschenk erhalten. Wir holen uns nochmal einen Teil zum Abschluss. Und zwar ein Set Bremsen. Und zwar Carbon-Keramik-Bremsen? Fragezeichen. Ja, für einen Toyota Tundra TRD Pro. Ja, weil so ein Auto natürlich auch Carbon-Keramik-Bremsen braucht. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode mit Gran Turismo 7. Wenn dem so ist, lasst gerne nach oben da gerne ein Abo raushauen. Beim nächsten Mal wieder dabei sein und sagt mir auch sehr, sehr gerne, ob ihr zu den Ital-Design Exenios eine Episode wünscht. Ansonsten bis dahin.